Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Ich grüße Sie und zwar geht's heute wieder weiter mit den gewünschten Flügen. Und da habe ich jetzt ein bisschen umdisponieren müssen, weil es ist nach der Wunsch nach Fürstenfeld dazugekommen. Und das haben wir letztens vorbeigeflogen. Das heißt, ich mache heute quasi zwei Start- und Landungen, weil jetzt werden wir kurz nach Fürstenfeld fliegen. Und dann geht's weiter nach Turnau. Beides in der Steiermark. Das einzig Blöde ist nur, vielleicht, warte mal, ich muss drücken mal Flug starten. Das einzig Blöde ist, im Flugsimulator kann man ja nicht im Flieger die Flugplan laden. Das heißt, ich muss dann dazwischen ins Menü und dann wieder den neuen Flugplan laden. Aber das wird kein Problem sein. So. Wie viel Sprit brauchen wir damit? Das habe ich jetzt gar nicht geschaut, aber. Fürstenfeld brauche ich nicht viel. Das ist ein ganz kurzer Flug. Keiner Sprung nach drüben. Das heißt, wenn wir hier mal ein bisschen Strom machen. Und das Wetter heute ist auch nicht so besonders, wie man sieht. Sehr bewölkt. Und nach Turnau muss ich dann über 6000 Fuß fliegen, damit ich über den Berg komme. Aber mal gucken, wie es sich ausgeht. So, der kann da mal alles lohnen. Na, was brauchen wir da noch? Ah ja, genau. Und ich fliege nicht mehr weiter mit der Cessna. Sondern wir fliegen heute weiter, also ab jetzt weiter mit der Diamond DA40. Ist für die Geschwindigkeiten und so ähnlich wie die Cessna, aber ist halt von Diamond und ja. Die taugt man momentan jetzt ein bisschen mehr. So. Wings leveled, das brauchen wir noch ein bisschen. Nur ein bisschen warten, bis er das da alles geladen hat. Jawohl, das schaut schon besser aus. Dann werden wir meinen Luftdruck anpassen. Weiter Heat können wir auch schon anschalten. Und meinen Flight Tracker muss ich auch wieder aktivieren, bevor ich da vergieß. Okay. So, das hat einmal alles geladen. Dann schauen wir hier kurz den Flugplan an. Nimmt über Güssing nach Fürstenfeld. Und dann werden wir gleich den Anflug wählen. Wir fliegen visuell auf die. Moment. Die waren wie 13 normalerweise. Waren wir 31? Ja, auf die waren wir 31, aber das kann doch nicht stimmen. Die 31 ist in die Richtung, nicht in die Richtung. Wurscht, die gibt es da einfach mal. Machen wir einen Straight Approach. Minimums. Oh, geht nicht mehr, gut. Da brauchen wir 1300 waren wir da. Die Minimums. Dann lade ich das mal und dann schauen wir das mal kurz an. Ob das so stimmt. Oh ja, das passt die. Soll man auf der Karte schlecht sehen. Okay, das passt. Gut. Flugplan weg. Müssen wir hineinzoomen wieder. Aber er hat schon mal alles geladen. Das ist gut. Dann schauen wir hier unsere Lichter ein. Oh, es klappt, es klappt. Jetzt haben wir beim Klopfen geschreckt, da bist du. Grüße Gott, Frau Nitschinger, mein Mod ist da. Sehr gut, danke. So, Fuel Pumps on und wir starten die Zündung. Somit läuft der Motor, das ist sehr gut. Und dann kann man eigentlich schon losfliegen Richtung Fürstenfeld. Fahren wir da auf die Startbahn der Viere. Und ja, so. Brauche ich sonst noch was? Meine Taxi-Lights brauche ich noch. Und das eine Tool muss ich noch starten. Sehr gut. Luftdruck passt auch schon.
Brauche ich sonst noch irgendwie was? Fuel Transfer? Na, Flaps werden wir auch gleich setzen auf Takeoff. Okay. Dann schalte ich auch gleich einen Flightstick ein. Parkbremse aus. Und gebe mal Gas. Und dann fliegen wir hier. Fahren wir hier mal weg. Ja, schon ganz schön mit dunkler Wolken. Das ist irgendwie ausgehen. Dann der Feuerwehr vorbei. Ich hoffe, das geht irgendwie mit dem. Mal schauen. Sieht das eh aus mit. Wenn ich dann die Feuerwehr hineinfahre, dann gibt es keinen Crash. Wenn man natürlich nicht. Ja, ganz knapp ist es ausgegangen. So. Da geht's auf die Runway, Landing Lights an. Oh, danke schön, danke schön. Mir geht's gut. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dir geht's auch schon wieder ein bisschen besser. So, Runway Lineup machen. Na komm schon. So. Auf der Runway. Gesicht ein bisschen ändern. Okay, soweit alles gut. Taxi Light kann ich jetzt ausschalten und dann machen wir Takeoff. Sehr gut zu hören. Wow. Er hat einen Linkstrahl, das Flugzeug. Das ist ein Wahnsinn, der hat so einen schlucken Motor anscheinend. Steve 131.982 cool. Folgt dir ein jetzt. Neuer Follower. Danke, Steve. Ich muss mich nur kurz aufs Starten konzentrieren. So, Rotate haben wir schon wieder und ich hebe ab. Sehr gut. Wir sind in der Luft. Dann soll ich die Flaps raus einfahren wieder. Konnichiwa. Hallo, Steve. Freut mich. Danke für deinen Follower. So, dann schaue ich, dass er hier halbwegs an der Ding bleibt. Nichts mehr Navi, habe ich noch gar nicht eingeschaltet. Hätte er machen sollen. Navi, Flight Director. Flight Director. Navi, sehr gut. Da spielt sich mit meine. Sehr cool. Übrigens, es geht nach Fürstenfeld, wie angepriesen. Ich habe heute extra einen neuen Punkte-Dingsterpunkt, wie sagt man da, eingebaut. Hello. Nur für Fürstenfeld. So, wir fliegen nur auf 2000 Punkte heute. Mehr brauche ich jetzt Fürstenfeld nicht. Ja, da kommt man gleich auf Alt und Autopilot. Na, nicht, da bleibt direkt wieder aus. Und Autopilot an. So, schauen wir mal. Soweit alles passt. Grüß dich, Steve, wie geht's dir? Ich hoffe gut. Ah, warte mal. Dann musst du wieder ein bisschen runterfliegen. Dann auf die 2000 Punkte bleiben. Ich habe heute, also in der, war heute wieder, heute ist Freitag, da ist er wieder Frühschicht, ganz früh Frühschicht. Warte, ich muss einmal meinen Druck gehen mit meinem Throttle, weil sonst überlasse ich den Motor, weil das schaut euch im Freitag, da war er wieder aus. Da habe ich mir nur in der, ich habe heute gestern eine Surschnitzelsemmel und ein, wie sagt man da, eine Mehlspeise, ein rundes Gebäck halt mit so mit Erdbeer-Vanille-Füllung, war ganz gut. Zum Mittag habe ich dann meistens keinen Hunger. Machen wir dann erst später wieder was. Ich glaube, heute werde ich Gulasch kochen. So. Ich muss ja wieder auf die 2000 Fuß sinken. Also ein relativ kurzer Flug. Nach Fürstenfeld hier von Punitz. Und da brauche ich auch nicht hochfliegen. Ich muss nur aufpassen, dass er das nichts vergisst auf den kurzen Flug. Rein theoretisch durch den Anflug kriege ich dann sogar eine Biene-Anzeige. Muss ich nur noch einen Anflug aktivieren. Das ist da, das müsste der Güssing sein. Ich hätte es manuell aufblenden können, aber wurscht.
Wetter bin ich gespannt, noch wenn es noch früher geht, ob das schlimmer wird. Auf den kurzen Flug jetzt nach Houston schaut ja momentan keine Musik, weil es ja so kurz ist, wenn ich konzentrieren muss. Aber nachher nach Turnau ist ein bisschen länger, da schaut ja dann der Musik auch ein. Jupp, das ist Güssing. Man sieht hier ganz, ganz kurz alles noch fliegen. Aber ich komme den Wünschen und meinen Zusehern natürlich gerne nach und fliege auch kurze Strecken. Was hat die Nijinger heute noch so vor? Beziehungsweise wann kommt der Grantl-Bart nach Hause von der Arbeit? Das nicht anpassen, das müsste passen. So, wir haben dann hier Biene. Was geht das da, wo du nicht siehst? Passt, jawohl. Schauen wir mal, ob man das nachher aussagt. Rein theoretisch müsste das nachher aussagen. Weil ich da den Approach hinein programmiere. Das sind ein paar Turbulenzen. Und in dem Anflug, was ich gewählt habe, müsste man dann auch immer direkt über Fürstenfeld rein, dort ist drüber oder rechts oder links davon. Also links, beim Anflug links müsste man Fürstenfeld sehen. Fürstenfeld liegt auf 830 Fuß circa. Das werde ich hier jetzt dann einmal eingeben zur Sicherheit. Wenn ich dann Gotha erreicht habe, muss ich dann in Approach aktivieren. Da muss man ja schon wieder aufs Landen vorbereiten. Das muss man eigentlich dann da hinten irgendwo schon sehen, oder? Rein theoretisch. Also da hinten, damit, das kennt er da schon Fürstenfeld da hinten. Aber man weiß noch nicht, bin so faul halt. Naja, bist halt faul. Muss auch mal sein, ne? Am Morgen haben wir ja Probe, habt ihr für morgen sonst schon was geplant? Oder bringt er die dann früher nach Hause oder bleibst du dabei beim Clemens morgen? Ich habe hier jetzt dann Gotha erreicht. Das Prozedur. Activate Approach. Sehr gut. Ah ja, sieht, jetzt kommt vorbei da. Jetzt ist der Approach aktiviert. Activated quasi. Und das habe ich hier sogar, wie man sieht. Einen BNF Path. Also wenn ich dem folge, müsste ich schön zur Runway kommen. In Anflug. Bleibt im Wind. Okay. Und rein theoretisch müsste man dann irgendwo da vorne schon. Da vorne ist, das, glaub ich, ist die Runway von Fürstenfeld. Das ist da vorne, ist die mystische die Runway. Oh, was haben wir da heute an FPS? Um die 60, das ist okay. Gibt es übrigens gesamt auch, dass es jetzt auch diese Grafikverbesserung, also die Farbveränderungen seht, was ja letztens nicht funktioniert hat. Ich weiß auch nicht, ob das den Stream irgendwie unstabil macht oder das Spiel. Aber das werden wir dann heute testen. Preferably sollten jetzt die Farben auch im Video, im Stream besser sein. Ja, da vorne, das ist, sollte Fürstenfeld sein. Das müsste die Runway sein. Also ich könnte dann eigentlich schon langsamer werden, das heißt ich schalte den Flightstick auch wieder ein. Beginne langsamer zu werden. Und rein theoretisch, wenn der das da jetzt dann erreicht, müsste er auch automatisch in Sync. Jawohl, übernimmt das, jetzt müsste er mal automatisch den Sync-Flug einleiten. Zur Runway. Rein theoretisch.
kann ich mich nämlich nur auf die anderen Sachen konzentrieren, wie langsamer werden. Ganz schön viel langsamer werden. Ja, da vorne ist dann schon zu landen. Fürstenfeld. Da ist Fürstenfeld. Da ist Fürstenfeld. Genau. Gut, dann haben wir da die Flaps hinein. Ein bisschen mehr Gas geben. Ja, dann haben wir die ganzen Flaps hinein. Und dann werde ich auch das Flugzeug übernehmen. Und dann landen wir, versuchen wir hier schön in Fürstenfeld zu landen. Ein bisschen zu langsam, glaube ich, wieder. Und mehr Gas geben. Und da muss ich ganz schön nachtrimmen. Der Wind kommt von der Seite, aber nicht allzu stark. Also das sollte funktionieren. Ich werde probieren auch nochmal. Na, schauen wir uns dann. Ah, jetzt habe ich das Wiederholungstool nicht eingeschaltet. Das ist nur ein Scheiß. Ich glaube, das habe ich jetzt vergessen. Leider keine Wiederholung. Muss ich noch beim anderen Flug, der was nicht vergessen. Na, trimmen. Sieht ganz schön nach unten. Oh, das schaut gar nicht so schlecht aus. Probieren wir noch mal einen Blick nach Bürstenfeld zu erhaschen. So, etwas zu hoch und etwas zu weit links. Ich bin das Flugzeug noch nicht aufgeflogen, schauen wir mal da, ob das da jetzt runter landet. Die Landebahn in Fürstenfeld ist auch nicht sehr lange, so wie es aussieht. So, abfangen, raus aus dem Gas. Ja, war okay. War jetzt nicht die schönste Landung, aber war okay. Und da ist auch schon das Flughafengebäude von Fürstenfeld. Oh, danke schön. Sehr gut. Flaps wieder einfahren. Abbremsen. Und das steht jetzt das Feuerwehrauto. Ich weiß nicht, ob das zu leibend ist. Weil ich da jetzt das Feuerwehrauto fahre. Ich hoffe, das stört nicht. Bitte, Feuerwehrauto, versuche jetzt keinen Crash mit mir. So, Taxi Lights nicht vergessen. Landelichter kann ich da wieder ausschalten. Bitte kein Crash. Bitte kein Crash, wenn ich da jetzt weiterfahre. Oh. Okay, es fährt einfach so nicht durch. Sehr gut. So, Sportfliegerclub Fürstenfeld. Da sind wir. Jetzt muss ich nur mehr einen Parkplatz finden. Warte mal, wo gibt es da Parkplätze? Ich stimme da einfach ins Grüne, oder? Irgendwo, das passt schon. Da stellen wir sie einfach her und darüber ist. So. Meine Damen und Herren, Parkbremse an. Willkommen in Fürstenfeld! So. Kann ich da die Strobe Lights? Motor aus. Ja, genau, das kann sein. Ich hab gewusst, dass ich komme. Das kann natürlich sein. Taxilicht aus. So. Herzlich willkommen in Fürstenfeld. Bevor es weitergeht, muss ich jetzt mal meinen Flight Tracker wieder stoppen. Moment. Endflight. Das war der Flug nach Fürstenfeld. Ja, sehr gut. Den tun wir mal reporten. Und send to Website. Und jetzt geht es dann auch gleich weiter. Ich muss nur den neuen Flug auch hineinspielen. Wie machen wir das am besten? Ich lasse euch da das Fenster mal offen. Und ja, muss da kurz im Hintergrund ein paar Sachen machen. Währenddessen trinke ich auch gleich was. Ich
Ja, geht mir jetzt ein bisschen am Arsch, dass ich das Wiederholungstool vergessen habe zum Einschalten, aber was soll's, ist halt leider so. So, Moment. Ja, gleich geht's weiter. Okay, na, da bin ich nicht hin. Dauert immer alles. So, nochmal. Und Krantelbart hat gerade MRT, weil ihm der Fuß war wie. Ui, hat er dann jetzt schon mal irgendwo Probleme gehabt mit dem Fuß? Da war ja schon mal irgendwo was, oder? Na gut, da ist er. Also im Krankenhaus bei ihm, wo er arbeiten ist, tut er gerade röntgen. Ist quasi praktisch, dass er dort arbeiten. So, wir fliegen jetzt noch LOGL. Genau. Weiter. LOGL. Turnau, genau. Das muss ich hier mal verbuchen. Erstmal. So. Das hätte ich mal. Dann muss ich hier, wie vorher angesprochen, wieder ins Menü. Speichern, was kann man da? Ah, man kann jetzt während Ding einen Flugplan laden. Das ist ja cool. Dann probieren wir das gleich aus. Das ist ja geil. Das habe ich noch gar nicht gesehen, dass es jetzt zu arg geht. Na Moment, das haben wir gleich. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So geht es nicht. Lässt er nicht zu. Gut, dann muss ich doch noch um ins Hauptmenü. Geht nicht anders. Ich rede ja schon urlang, dass sie das anschauen lassen muss. Ah ja, stimmt. Ich kann mich erinnern, dass da was war. So, Weltkarte. Unser Flugzeug. Und hier müsste ich aber jetzt den Flugplan laden können. Ja, da geht's jetzt. Wieso von Fürstenfeld nach Turnau. Genau. Da fliegen wir jetzt. Abflugposition passt, Wetter und so passt auch. Okay, dann drücke ich hier mal auf Losfliegen, dann musste das eh laden. Dann kann ich hier währenddessen mein BNSIM ändern. So, das müsste ich jetzt auch übernommen haben, sehr gut. Und dann brauche ich mal einen Flugzeugtracker wieder. So, der hat auch schon geladen, das ist gut. Das ist ein Ruckzuck, geht das weiter. Dann haben wir einmal das. Und den Windcorrector brauchen wir auch noch. Den haben wir auch, sehr gut. Und das Replay-Tool. Lasst mich nicht vergessen, dass ihr heute bei der nächsten, Landung das... Das kann ich jetzt auch schon starten. Aber das ist die Aufnahme dann fürs Replay-Tool, das ich jetzt noch einmal mache. So. Ah, den Flightstick kann ich auch wieder ordnen. So, wir sind hier jetzt wieder in... Ja, stimmt. Das ist... Sollte ich auch mal wieder machen, Helikopterflug. Da muss man mir noch was Leibendes überlegen. Ich meine, ich wäre schon ein paar Ideen, aber irgendwie kratzt mir gerade da diese Flüge, für die gewünschten Flüge abzuarbeiten. So, das ist sogar ungefähr dort, wo ich stehen bin. Geil. Ja, aber machen wir auf alle Fälle wieder einen Helikopterflug. Vielleicht hast du irgendwelche Wünsche, vielleicht kannst du mir was schreiben. So, was wollt ihr jetzt machen? Wir haben hier das alles gemacht. Das heißt, wir müssen wieder das Flugzeug einschalten und die Flugplanung machen. So. Das startet hier jetzt dann mal wieder alles. Währenddessen tun wir das Flugzeug laden. Ich fliege alleine. Danke. Und ich nehme da ein bisschen mehr Treibstoff mit, weil ich ja ein bisschen höher und über die Berge fliegen muss.
Alcatraz, ja, wo ist Alcatraz? Ist Alcatraz in San Francisco? In der Bucht von San Francisco? Oder? Ist das Alcatraz? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo ist Alcatraz? Ja, wenn man sich nur Alcatraz anschaut, das ist ja gleich erledigt. Das dauert ja nicht lang. Dann muss man irgendwie was in der. Mal schauen. Aber Alcatraz ist gerade interessant, wenn man das sieht. Ne? So, das Wetter hat sich natürlich in der Zwischenzeit nicht viel gebessert. Da hinten ist es ein bisschen besser, aber da fliegen wir leider nicht hin. Bei dem Häfen halt. Naja, ist mir schon klar bei dem Häfen, weil ich weiß nicht, wo Alcatraz jetzt genau liegt, aber ich glaube in der Bucht von San Francisco liegt es, oder? Was ich mir erinnern kann. Jetzt schaut es nur. Oh nein, es ist einfach gerade leise im Spiel. Jetzt ist das vom Spiel überhaupt? So, da hat er mal alles geladen. Nein, nein, das ist mal ganz fertig. Ein bisschen was fehlt ihm noch. Dann tue ich mal den Luftdruck anpassen. Und gib mir eine Flughöhe ein. 6000 Fuß brauchen wir da heute. Ich über den Berg drüber komme. Flight Director. Nimmt er noch nicht. Erstmal so landet er jetzt das Navi nicht. Flight Director nicht einschalten. Hallo? Was hat schon? Ja, das dauert noch. Alternate Fail. Ah, Avionics Master. Das sollte er einschalten, sonst geht nichts. Sonst geht nichts, wenn ich Avionics Master nicht einschalte. Ich hoffe, dass es jetzt richtig einschaltet. Ich habe eine Nachricht bekommen. Na. Ah ja, jetzt hat das. Sehr gut. Geht auch der Flight Director. Sehr gut. Das passt soweit. So, dann schauen wir da den Flugplan kurz an. Haben wir da? LOGL, genau. Wir starten Richtung Norden. Das, na, muss ja nicht, ich kann ja da von der Kurve fliegen. Muss ich dann nochmal nachschauen. Es sind einige. Fünf oder sechs, sowas in die Richtung. Und der Flugplan, das passt. In RAW, das ist wieder, das ist ein DMI-Navigationspunkt, den kann ich mir auch schon ins Navi einspeichern, also ins hier irgendwo einspeichern. Moment, das haben wir, wo war das? Genau. Ah, so, wie hat das jetzt funktioniert? Das haben wir auf Nav 1 und da muss ich jetzt die andere Frequenz eingeben. Genau, so, da hat die Frequenz 112, das heißt. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Weil ich am falschen Knopf bin. Deshalb geht's nicht, sagt dann keiner was. So. 0. Erst. Ich will da die Frequenz ändern, kann es ja nicht sein. So. 0. 1. 1, 2 haben wir da. Komma 15. 1. 1. 2, Komma. 1. Also, das geht dann. Achso, warum muss ich jetzt die. Hä? Okay, ich kenne mich nicht aus. Bin so blöd dafür. Dann nehmen wir das DMI aufs NAV 2. Was erkennt er das dann automatisch? Okay, lassen wir so. So, dann lassen wir sich hier anzeigen. Das DMI für NAV 2. Ah, das muss ich dann da ergeben. Haha. So, wie kommen wir zum NAV 2? Wie kommen wir zum NAV 2? Ah, sehr gut. 115. Ah, so. Und das stellen wir ein. Jawohl, das hat er jetzt. Sehr gut. Und dann nehmen wir unser GPS-Signal. Dann passt mir das schon. Dann schaut das schon gut aus. So, dann gehen wir auf VFA. Erst VFA, Code, Ident. Erst. Geht immer ins andere Menü. So. Sehr gut, so weit, so gut.
So, ich habe das Booklet geladen. Ich könnte meinen Flight Tracker jetzt wieder einschalten. Dankeschön. Und ja, dann kann ich auch das Flugzeug eigentlich schon wieder starten. Fuel Pump on. Und Starter ein. Sehr gut, das hat funktioniert. Die Fuel Pump kann wieder aus. Die Leuchtung ein bisschen einschalten, weil es ist ein bisschen finsterer von den Wolken her. Okay, dann kann man auch Taxi Lights einschalten. Soweit so gut. Dann in Anflug, den programmiere ich dann im Flug, dann geht's, da spare ein bisschen Zeit. Ja, passt. So. Hier ist alles frei. Dann kommen wir da auf die Runway 13 und starten, hätte ich gesagt. Parkbremse aus. Flaps setzen. Und dann stellt euch den Flightstick auch gleich wieder ein. Und wenn ich in der Luft bin, gibt es auch wieder Musik jetzt bei dem Flug. Machen wir wieder kleiner. Kurz sehen. So, geben wir ein bisschen Gas. Rüberkommen auf die Runway. Ich kann auch schon die Landelichter einschalten. Lassen wir dann eine Rechtskurve über Fürstenfeld machen. Mit dem Start. Und dann Richtung Turnau fliegen. So, dort haben wir mal. Brauche ich sonst noch was? Flaps habe ich auf. Nein, wirklich die Take auf Flaps. Ich hoffe, das geht ja aus. Relativ kurze Runway, aber es sollte sich ausgehen. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Oh, ja. Sieht gut aus. Okay, na dann. Fahrtbremse aus. Geben wir da mal Vollgas. Ich halte die Bremse. Und gehen wir. Auf geht's. Take off. Die zieht extrem nach links. Wahnsinn. Echt schwierig da, das zum Grad halten. Rotate. Jawohl, wir sind in der Luft. Dann machen wir da eine Linkskurve. Ein bisschen kleinen Gaszug, damit ich den Motor nicht überlaste. Flaps. Flaps einfahren. Ja, mal, wenn wir da ein bisschen was für Fürstenfeld sehen dann. Da muss ich gleich nachtrimmen. Jo, das sollte hier Fürstenfeld sein, rein theoretisch. Was ist da der nächste Punkt? Da hat er eh schon Ropak drin, jawohl. Mal dann direkt zu Ropak machen. Enter und dann schalten wir hier mal Autopilot ein. Lassen das Flugzeug steigen. Soweit so gut, dann drehe ich euch Musik mal auf, damit es nicht großer Fahrt wird. Warte, wie mache ich das? Gar nicht gestartet, muss ich starten auch noch. So, dann können wir da nochmal außen schauen und durch Fürstenfeld vielleicht zeigen.
Schaut irgendwie gar nicht so spektakulär aus, ne? So, die Taxi-Lights kann eigentlich wieder ausschalten. So, und den Anflug für Turnau. Da brauche ich noch das Wetter eigentlich. Ich habe es zuerst schon geschaut, aber es war ein bisschen. Diese kleine Flugplätze finden relativ schwer. Oh. Die wichtigen Wetterdaten. Jetzt müssen wir dann das nochmal abchecken mit dem Wetter für Turnau. Währenddessen haue ich da in die Außenansicht, damit ihr was sehen könnt. Nein, das wird nicht. So, schauen wir mal. Wir sollten auf der 25 landen. Wolken gibt es in 4000 Meter Höhe, das ist nicht so leibend. Ganzen Tour noch. Okay. Mit den Knoten sogar der Wind aus Richtung 25. Okay. Lass die Seiten mal offen, vielleicht baue ich die nachher noch. Das heißt, ich plane hier mal meinen Anflug, Prozedur, Select Approach, Enter. Machen die visuell auf die 25 und machen einen Straight In. Minimumsturnau liegt auf 2574 Fuß, wenn das richtig ist. Das passt, Turnau liegt wirklich so hoch. Das heißt, wir machen. Faro. Nein. Und. Nein! Alter! Falschen Knopf erwischt. So. Visual Straight. Faro, jawohl. Das heißt, wir machen die Minimums auf 3000 Fuß. Dann sollten wir die Runway sehen. Wenn nicht, wird's blöd. Wobei Microsoft Flight Simulator kann sein, dass ich da noch zu weit weg bin. Und schon. Es geht dort so lang mit dran. Bin nervig. Okay, dann habe ich das auch. Dann laden wir das mal. Okay, passt. So, dann haben wir hier auch den Unplug. Den werde ich mir hier mal ansehen. Nach Ropak. Nach Europa geht es zu dem DMI, jawohl, und dann geht es da weiter. Erst. Und Final. Entweder wir fliegen das wirklich so, ja, das will ich nicht, da fliege ich dann da so. Das schaut aber ganz gut aus. Obdrara, da liegt die Barbara. Ganz zerdruckt, trara, von ihrem Habara. Und sie hofft, trara, das nur oft, trara. Er sie druckt, trara, auf der Druck. So, das Flugzeug steigt hier noch schön. Wie gesagt, ich brauche leider da die 6000 Fuß, sonst komme ich da über die Berge nicht gescheit drüber. Und ja, bei dir drüber gehen, wir dann wieder sinken. Der Motor vom Flugzeug wird eh noch nicht überbelastet, das ist gut. Schauen wir uns ja da noch ein bisschen steirischer an. Die Frage ist, sind wir schon am Grat vorbei, ich glaube. Da auf der linken, da ist, oh ja, nein, da drüben ist, oh, es ist zweitweg. Da wäre Grat. Sag, von Ijinger, magst du die Ärzte? Das war spitze für Musik, das ist nie der Rockordner, oder? Warte mal, ich muss da schon Streaming Rock wissen. Da sind wir, das ist der falsche Ordner.
Ja. Wir müssen da umändern. Die Ärzte, die Band Die Ärzte. Kennst du die Band Die Ärzte? So eine deutsche Punkrock-Band aus den 80ern, 90ern. Erdbeben? Na, wieso du dich fragen, ob du Erdbeben magst? So, jetzt wird dieser schauen, ob man da ein bisschen was von Graz sieht, aber wahrscheinlich nicht. Oh ja, da drüben, oder? Das könnte, ist das Graz? Keine Ahnung, na, ist glaube ich schon vorbei. Vorbei? Oh ja, könnte, na, das ist nicht Graz. Erdbeeren, ja, Erdbeeren, nicht Erdbeben, ich Trottel. Ja, lesen, weißt du, mit Lesen, das ist nicht so. Und Legasthenie auch noch ein bisschen, weißt du, da kann das schon mal ein bisschen anders sein. So, die 6000 Fuß sind dann auch gleich erreicht. Dann mein Luftdruck wieder anpassen. Mein Groundspeed bei 114, das ist ganz gut. Dann müssen wir hier dann auch eigentlich irgendwo einen Top of Descent anzeigen. Erster Huren. Ja, dadurch Huren auf, was auf 3000 Fuß liegt, brauche ich nicht so früh sinken. Lukas, servus, grüß dich! Ja, schön, da wird es ein bisschen schöner. Das heißt, in der Landung im Turnau könnte es etwas schöner werden. Wow, cool! Danke, Lukas, fürs Folgen! Freut mich wirklich. Vielen herzlichen Dank. So, ich gehe mir da leider im Steirischen nicht so aus. Ich weiß nicht, was es da für ein See ist. Jetzt fliegen wir noch RAW. Das habe ich da zuerst eingeprogrammiert, wie man sieht. Warte mal kurz. Und dass ich mir auf die Entfernung, das ist das Navigationshilfe. Und man sieht, komme ich hier den Bergen schon ganz schön nahe, drum die 6000 Fuß. Aber taugt mir, dass da gerade das Wetter ein bisschen labern wird. Lukas, das können leider nur Administratoren. Tut mir leid, dieses Kommando. Aber es gibt offenweise andere Kommandos, die du in meinen Informationen findest. Okay, wir sind auf Reiseflug, das heißt, ich muss mit dem Gas zurück. Sonst überstrapaziere ich den Motor und wir werden so schnell. Was macht das? Frau Nitschinger, kannst du das bitte nochmal machen, damit der Herr Lukas sieht, was das macht? Das ist ein sogenanntes Shoutout, um meinen Zusehern, die mir folgen, beziehungsweise generell allen meinen Zusehern, die sich bei mir beteiligen, so ein bisschen Support zu geben. Also, das ist fertig begrenzt, glaube ich, auch bei Nutzer. Warte mal kurz, ich kann das auch nochmal machen. Ich muss den Namen kopieren. Die ist dann im Stream quasi diesen Shoutout. Also im Stream, nicht im Screen. Quasi ein bisschen Werbung für dich. Und der Text kommt dort auch in den Chat. Ah ja, danke schön, meine lieben Mods. Vielen herzlichen Dank fürs Moderieren. Da gibt es irgendwie einen Steinbruch an Leiband anscheinend. In der Steiermark. Und na, das ist nicht der Erzberg. Der ist nicht woanders. Ja, das ist sehr okay für mich. Danke, dass du das übernimmst. Du bist einfach der beste Mod. Du machst sogar die Bedankung für die Mod selber. Das finde ich sehr leibend. So, dann geht's schon Richtung Thurnau. Das geht da relativ zügig. Jetzt kommt die längste Strecke da. Dann ein paar nautische Meilen sind das, glaube ich, noch. Ungefähr 25 nautische Meilen sind das jetzt. Bis nach Thurnau müssen wir dann den Approach aktivieren. Das ist eine gute Frage, wo aktiviert den Approach dann am besten? Der Straight ist, eigentlich könnte ich den jetzt schon aktivieren, dass er da zum Straight In fliegt. Das werde ich auch machen. Sehr gut. Dann haben wir hier dann den Top of Descent. Jetzt bin ich leider bei dem Flugzeug. Dann war der Chester nicht gemacht, dass haben wir den Top of the Send und alles ausgesagt und berechnet. Das finde ich leibend. Und wie gesagt, Turner liegt auf 2500 so. Das heißt, jetzt kann ich nachher auch eindrehen.
können wir gleich machen. Aber dieser zackt dann mal den Ding nicht an, oder? Vielleicht kommt es noch. Wenn wir dann zum Top of Descent kommen. Und dann muss ich es mal wieder manuell machen. Bin jetzt eh schon gewohnt. So, und dann geht's hier. Da fliegt man eigentlich schon irgendwo ins Dämmering, oder? Oh, der Steckerfisch, Urleihwand, das habe ich schon ewig nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwo gegessen habe. Oder irgendwo gesehen habe, was es gibt. Na dann, Mahlzeit! Guten Appetit beim Steckerfisch. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Finde ich leider, dass das Wetter ein bisschen besser wird. Finde ich geil. Ich habe mir schon gedacht, dass er heute vielleicht einmal im Regen fliegt, aber da hinten ist er nicht schön. Wäre es natürlich interessant, was es da für Wirtschaft da unten ist, ne? Sieht das Hartberg sehr nah, oder? Passt alles. Ich glaube, ich mache mir heute wirklich ein Gulasch. Wer spannend hat. Ich mache mir heute ein Kartoffelgulasch noch. Den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, liegen darunter verborgen. Und dann ist alles, was wirklich wichtig erscheint. Nur noch nicht dick und klein. Ich bin fleißig mit dort raus, hat keiner was gesagt. Muss euch erst stören, wenn der fleißige Tante im Bild ist. Gulasch mit Würstel und richtig Kartoffelgulasch mit Debreziner. Schön hineinschneiden, klein. Das sucht sich echt geiler. Oder ich mache mal ein Curry. Dann muss ich wieder mehr einkaufen, das Curry. Kartoffelgulasch habe ich alles daheim. Ich mache Kartoffelgulasch. Wir schauen, dann glaube ich noch Gebäck einkaufen. Gulasch mit viel Paprika. Dank kannst mich jagen. Was mit Kartoffelgulasch mit Debreziner kann ich jagen? Das magst du nicht, du magst kein Gulasch. Bist du für Österreicherin, Alter? Hier da die schönen Bergau, das im Steirischen. Ich weiß nicht, liegt Thurn eigentlich schon im Wechselgebiet oder noch im Wechselgebiet? War denn interessant. Doppelgulasch magst du gar nicht? Wieso nicht? Magst du normales Gulasch? Gar nicht so viel anders. Und das halt statt ein Rindfleisch hast du halt Kartoffeln drin. Genau, ja, noch gau. Da was Gutes. Das ist gerade Top of Descent, aber jetzt sagt man diesmal das gar nicht an. So sagt man das diesmal nicht an. Ist das Wien nicht eingeschaltet? Oh ja, aktiviert wäre es. Ah, jetzt kommt's, da waren wir noch zu weit weg. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Da bin ich gespannt über das. Wobei, muss ich aber aufpassen, wenn im Gebirge. Also das er tut er quasi nur einen Gleitflug, einen Sinkflug berechnen, was ich ihm da eingebe. Mit einem Winkel von 3 Grad. Aber wenn sich das mit dem Gebirge nicht ausgeht, dann fliege ich durch den Berg. Das heißt, ich sollte die Grade vielleicht erhöhen. Damit ich auch nicht im Endelgulasch habe ich auch noch nie gegessen. Jetzt ist eine Höhe hier rein theoretisch. Die sinkt ein bisschen später. Dann geht das mit den Bergen hoffentlich besser aus. Kindergulasch habe ich auch noch nicht gegessen. So, meinen Luftdruck anpassen. Der Luftdruck in Turnus sollte 10,20 sein. Okay, werde ich wieder mal aktualisieren. Und 5 Knoten, okay. Das könnte eine interessante Landung werden.
irgendwie. Das hat die Lippenbilder wieder so komisch. Das ist ja sogar die Windräder dann da. Na cool. Ich habe gar keinen Screenshot gemacht heute für die nächsten Flüge. Das habe ich vergessen. Bieten sich die Windräder ja direkt an. Dann schon mal einen kleinen Screenshot. Ja, jetzt können wir wirklich bald wieder kriegen. Das war schon urleibend. Gestern, also vorgestern habe ich das Moped schon ausgewintert. Da war leider die Batterie leer. Und gestern bin ich schon eine Runde gefahren. Fangt jetzt an ins Hinken oder nicht? Also, wir sind noch nicht am Top of the Sand. Kommt erst nachher. Ja, jetzt ist leibend, dass das Wetter endlich wieder wärmer und schöner wird. Da ging was, wird jetzt eigentlich gerade einstellen. War das aber nicht mehr. Wurscht. Okay, hätte ich vorher auch schon hinken können. Wieder recht steiler Approach, ja. So, das heißt, ich werde auch das Aufnahmetool hier dann wieder starten. So, das sollte aufnehmen. Naja, wenn man mal sagt, wir gehen eine Runde Flughafen, der macht ja eine im Descent, das ist gut, dann gehen wir aus dem Gas raus. Genau, dann haben wir generell eine Runde über Flughafen gegen Geocache und so, und dann halt kann man gleich eine Kamera mitnehmen und so. Können wir ja auch mal zum Spotterhügel gehen. Okay, ich glaube über den Berg, da muss ich auch noch drüber, das wird mit dem Descent nicht so gut ausgehen. Aber schauen wir mal. So, ich drehe jetzt leider wieder die Musik ab. Da muss man da konzentrieren, außerdem kommt das dann im TikTok-Video nicht gut. Ich glaube, das wird mit dem Berg da wirklich knapp. Das heißt, ich werde da glaube ich eher manuell fliegen. Schaut euch auch gleich ein Flightstick ein. Ich fliege hier lieber manuell. Jetzt komme ich über den Berg nicht drüber. Genau, das ist der Spotterhügel, aber es gibt ja auch noch andere Plätze rund um den Flughafen, wo man schön spazieren gehen kann. Da muss ich dann relativ schnell sinken, aber ich muss da irgendwie in das Tal kommen. Das heißt, ich fliege da einmal so ein bisschen eine Ausweichkurve, damit ich so schneller runterkomme. Hier aus dem Gas raus. Kann man sich das dann noch ein bisschen auf? Ah, falscher Knopf, verdammt. Naja, bei dir ewig weit. Schaffst du es bis zum Spotterhügel? Der ist ja nicht so weit weg von dir, ne? Kann man quasi am Friedhof vorbei gehen, ne? Ja, tun, das ist gar nicht so einfach zum Anfliegen anscheinend, da mitten in dem Tal da. Können wir mal wieder schön runterkommen. Über die Bergau. Na geh, so schlimm kann das sein. Muss ein bisschen mehr trainieren, muss ein bisschen ins Training kommen. Jeden Tag ein paar Kilometer mehr. Dann wird das schon. So, dann gehe ich da aus dem Gas raus. Dann wird die scheiß Flugzeuggeräusche. Keiner braucht. Das sollte übrigens eine Graspiste sein, die hoffentlich dort irgendwo auftaucht. Ist da cool vielleicht?
Könnte sein, ne? Möglich, dass das der Fun ist, oder? Sicher keine Graspiste. Da ist! Da ist! So, Flaps gleich rauswerfen, langsamer werden. In die Landing Light ist ein oder aus? Ich hab keine Ahnung. Echt keine Ahnung, die Landing Light jetzt letztens aus. So, schauen wir mal, wie wir da runterkommen. Schön, das ist nämlich jetzt gar nicht so einfach, weil der Wind kommt auch von der Seite. Voll von der Seite. Bleibt voll. Schaut nicht so einfach aus. Der Wind kommt ganz schön von der Seite. Den Knoten von rechts. Aufpassen, dass ich nicht in den Baum und in das Haus reinfliege. Na, oder? Schaut da nicht leibend aus. Das ist nicht die Runway. Das ist nicht. Ah, durchstarten. Das ist ein Feld. What the fuck? Das ist nicht. In der Nebenflung. Das ist nicht. Wo ist die Runway? Gibt's ja nicht. Wo ist denn da der Flugplatz? Der muss ja da irgendwo sein. Ist der nicht dargestellt im Flugsimulator? Das gibt's ja nicht. Laut Navi fliege ich gerade drüber. Da ist er! Da ist der Flugplatz, na Alter! Da ist er! Den habe ich nicht gesehen aus der Entfernung. War ich so blind? Na gut, wurscht, dann fliegen wir eine extra Runde. Schauen wir sich da nochmal ein bisschen Tour noch an. Interessant. Was? Ich brauche ein Reis. Was? Reis-SSR? Ein Reisesessel! Das ist nichts für den Kampf. Sehr schön, okay, na dann. Weiß ich nicht. Machen wir eine extra Runde. Geht nicht anders. Schauen wir mal. Na so, Scheiße, ich hab fast den Anflug verpasst. War der gerade irgendwo beim Bau am Acker gelandet? Geht nicht. Da ist diese. Radarstation, Turnauer Höhe, wie heißt das? Das braucht ein bisschen mehr Gas. Sehr schön, jetzt waren wir fast abgestürzt, Kollegen. Ich muss aber, glaube ich, bei der anderen Seite landen, ist trotzdem besser. Alter, also wenn das irgendwie wer sieht, im richtigen Flugverkehr. So geht das nicht, so geht das nicht. Aber cool, da die Radarstation ist auch da. Sagt man. Hat generell Leihwand aus der Distal. Na gut, dann machen wir dann einen erneuten Anflug. Jetzt wollen wir die Runway sehen. Wo wollte die landen? Da fuhren? Entschuldigung, das schaut aber auch von der Ferne aus wie eine Runway im Flugsimulator. Mal schauen, dass ich nicht zu hoch werde. Wo ist die Runway? Na, Alter. Es liegt da schon wieder Schnee. Da liegt schon wieder Schnee. Gibt's ja nicht. So, dann wir da wieder langsamer. Und dann probiere ich einen erneuten Anflug in Turnau.
Gas raus. Schon die ersten Flaps rein. So. Da ist die Runway. Jetzt habe ich es. Raus aus dem Gas. Langsamer werden da. Flaps rein, das ist wieder eine Graspiste, das heißt jetzt wieder eine holprige Landung. Bis wenigstens schön brat. Gas geben. Und raus aus dem Gas. Uiuiuiuiuiui, das war eine Scheißlandung. Mit Hüpfen sogar. Das ist bergauf gegangen. Das war keine schöne Landung. Nein, nein, nein. Aber zumindest eine sichere Landung. Danke für den Applaus, obwohl ich noch gleich am Boden war. So, willkommen in Turno in der schönen Steiermark. Oder nur einen Parkplatz wieder finden. Also irgendwo zum Gebäude fuhren hier, hätte ich gesagt. Ich glaube, es da rumpelig ist. Da kann man ja nicht schön sanft landen. Was werden wir dann gleich in der Wiederholung sehen. Sogar Gepäckwagen. Dann stellen wir sie da aus den Ding. Gebäude hin, damit sie so gut gutachten können. So, die Bremse, Parkbremse an. Das alles aus. Und dann kann ich hier auch den Motor wieder abstellen. So, da ist aber wieder auf. Ich glaube, das brauche ich die Wiederholung, sonst funktioniert das nicht. So, warte, meinen Flug. Entschuldigung. Meinen Flight Tracker muss ich. Den Leistung brauche ich auch nicht mehr. So, meinen Flight Tracker muss ich beenden. Ja, mit 150 gelandet, das ist für so ein kleines Flugzeug schon heftig. LOGF nach. Sehr gut. So, ich möchte aber die Außenansicht. Ja, könnt ihr euch da wieder den Alpenflugplatz Lanzen Turnau. Das ist der Hügel. Derer Seiten landen war da interessant gewesen. Aber vom Wind her war es so besser. So, das habe ich reported. Dann Wind. Sehr gut. So. Moment. Dann haben wir hier den Flight Recorder. Stop. Dann schauen wir sich die Landung an. So, warte mal. Ja, das funktioniert. Ich muss den Flug laden. Da ist er. Ja. Jetzt drücken wir auf Play. Jawohl. Da sind wir. So, muss aber da ganz schön viere spulen, weil. Haben wir die extra Runde gemacht, ne? Pull up. Die extra Runde war ja nicht so leibend. Da, wo man nicht landen hätte sollen. Oder was ist da? Oder was war das jetzt? Oder what the fuck? Das war aber zuerst im Flug nicht. Microsoft macht komische Sachen. So. Hier sehen wir jetzt, das drücken wir da mal auf. Aber wo schauen wir sich die Landung an? Von links oder von rechts oder mal von innen? Machen wir mal Play. Von wo sollen wir sich das anschauen? Von da? Oder von da? Schauen wir uns jetzt von der linken Seite an. So! Dann Flight Stick ausschalten, das stört uns wieder im Bild. Machen wir es so. So weiter mittig. Bisschen nachdenken. Da kommt der Flugplatz.
dem Wind ganz einfach und ausschweben und ui. Und da ist er gehüpft. Aber dürfte auch nass sein, so wie das da spritzt. Dürfte geregnet haben. Das hat jetzt in der Außenansicht gar nicht so schlimm ausgeschaut, das war aber eigentlich viel schlimm. So, von wo schauen wir uns das Nektar da? Machen wir es so. Warte mal, wie kommen wir da zu der Linienansicht? So. Außenansicht. Was ist das Nektar von da, die Landung? Muss ich wieder auf Pause. Hat spritzen gesagt, natürlich. So. Mal da zurück. Play. Gucken wir mal, wie da die Landung aussieht von hier. Heißt das Handy light hat die ganze Zeit? Sollte das, glaube ich, auch lautlos dran, wenn ich da. Streamen tue. Und vielleicht machen wir dann noch eine andere Außenansicht von oben. Oder wir schauen sie, könnt ihr auch eine Außenansicht vom Flugplatz machen eigentlich, oder? Geht das? Mal ausprobieren. Hat gerade gesagt, mein Spatz ist gern. So, mal schauen, wie das von da ausschaut, die Landung. Ah, schaut eigentlich gar nicht so wild aus. Wie drin sitzen? Also drin sitzen wollte ich nicht bei dieser Landung. Okay, dann machen wir noch eine Außenansicht. Und zwar. Oder. Also der verfolgt aber trotzdem. Ich weiß, ich kann mir gar nicht woanders hinstellen, weil er verfolgt das Flugzeug. Dann probieren wir es nochmal von da. Was ist das so? Da. Pause, zurück. Das ist schon zu weit. Das war doch da gerade schön mittig hinterm Flugzeug. Das ist, wäre da so schief anfliege wegen dem Wind. Das ist noch auf gerade still. Dass ich da wieder schön gehüpft bin und da fahrt dann der Nummer, jawohl. Naja, gut. War ganz okay. So, wie hat das jetzt funktioniert? Da muss ich da auf. Na, warte mal, auf Pause und dann. Na, stopp. Na! Verdammt! Ich bin nicht hin. Jetzt bin ich wieder irgendwo in der Luft. Da geht das nicht. Da geht das nicht. So geht das. Geht so, dass er aufhängt. Danke. So, irgendwie. Jetzt kennt er sich gar nicht mehr aus. Jetzt dann. So, jetzt kann ich wieder nach vorne spulen, oder? Oder auch nicht. Okay, ich habe gerade gecrackt. Irgendwie funktioniert es nicht mehr so, wie es sollte. Drück jetzt nochmal auf Stopp. Ah, jetzt haben wir es. Da wieder am Schluss stellen kann. So, da muss ich erst die Szenerie nachladen. Ja, dieses Wiederholungstool. Da wird jetzt das ganze Grad. Auch interessant. So, und wenn ich hier jetzt aber auch. Drücke. Wieso ist er da wieder da? Alter. Was soll das? Pull up. So, bis zum Schluss. Danke. So, jetzt scheiße geht auf. Danke. So. Jetzt passt. Jetzt habe ich wieder Kontrolle über den Simulator. Hoffe ich mal. Ja. Okay. Dann. Waren das diese zwei kurzen Flüge von Punitz über Fürstenfeld nach Turnau? Ist das so? Und würde sagen, ich werde hier den Stream beenden. Ich gehe mal auf die
Schauen wir, ob das Herd wieder aufhängt. Mal. Aber nur ganz kurz. Zumindest. Töre! In dem Sinne, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Danke an alle Zuseher, danke an meinen neuen Follower, vielen herzlichen Dank. Danke an meinen Mod, dass er wieder so schön moderiert hat. Schauen wir mal, wer online ist. Genau, der, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, was wir auch machen. Der Pilot Rainer wäre jetzt gerade online, zu dem könnte ich euch senden. Der fliegt gerade mit dem A320, ich glaube irgendwo nach Frankreich oder so. Ja, und in dem Sinne, danke. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ja. Heide. Ciao.